Ich kann mich eigentlich gar nicht so an meine ersten Sprünge erinnern. Einmal weiß ich, hat sich auch richtig zerlegt. Ich habe im Kopf schon so ein paar Sprünge von der kleinen Schanze. Ich habe mit 6 Jahren angefangen und das steigert sich dann halt. Je nach Alter und Können kommt man immer ja, Schritt für Schritt auf die nächstgrößte Schanze. Und man sieht natürlich auch im Training, wenn die anderen auf der größeren Schanze trainieren, wie cool das ausschaut und man will unbedingt da auch selber hinkommen. Nach jedem ersten Sprung auf einer größeren Schanze bin ich mit so einem riesen Grinsen immer ausgefahren, weil sich das so cool angefühlt hat. Mein Bruder war für mich immer ein Vorbild. Ich fand es halt faszinierend, wie er gesprungen ist und wollte es unbedingt auch ausprobieren. Und es ist auch immer noch so, wenn ich dann wieder heimkomme und jemand braucht, dass der halt mein Ansprechpartner ist. Mein direktes Umfeld mit meinen Freundinnen, mit meinem Freund, mit meiner Familie. Die sind immer froh, wenn ich, egal wo ich bin in der Welt, gesund wieder heimkomme. Es ist was ganz Besonderes, zu Hause solche Wettkämpfe zu haben, wo alles angefangen hat. Die WM 21 in Oberstdorf war wahnsinnig cool. Vor allem für mich dann auch da noch im Team, im Mixteam die Medaille zu holen. Und ich glaube, das haben wir auch im ersten Moment gar nicht realisiert. Oberstdorf ist einfach meine Heimat, da bin ich groß geworden. Ein paar Kilometer weiter in Schöllang bin ich aufgewachsen und ich glaube nicht, dass man zwangshaft im Wintersport landet, aber jeder kommt gefühlt mit Skien auf die Welt schon bei uns. Ich bin in Schöllang in der Musikkapelle, habe das so ein bisschen als Ausgleich und freue mich auch immer, wenn ich da dabei sein kann, wenn ich die Zeit finde, da dann mitzuspielen. Ich glaube, es freuen sich auch immer alle, wenn ich dann wieder da bin und ich freue mich auch, weil mich das so ein bisschen wieder in das Dorf zurückholt, wo ich groß geworden bin. Ich freue mich immer, wenn ich ins Dirndl steigen darf und da dabei sein kann mit meiner Familie, mit meinen Freunden und da dann halt einfach eben mal nicht die Skispringerin bin, sondern halt eben einfach ich. Wir haben ganz am Anfang keine extra Damenklassen gehabt im Skisprung, sondern sind halt gegen die Jungs gesprungen. Ich weiß schon noch ein paar Wettkämpfe, bei denen ich halt dann gegen die Jungs angetreten bin. Also ich fand es eher ganz cool, dass wir gemischte Gruppen hatten. Natürlich gab es immer ein paar negative Stimmen, die das nicht so gern gesehen haben, dass halt Mädchen auch Skispringen, teilweise auch genauso weit springen können wie die Jungs. Da hat eben die Generation vor mir mega die Arbeit geleistet und ich hatte das Glück, das dann so weitermachen zu dürfen. Ich liebe das auch im Team zusammen zu reisen und die Leute um mich herum zu haben, aber bin dann auch ganz froh, wenn ich dann heimkomme und eben mal einfach nicht reden muss, sondern einfach die Natur genießen kann. Die Natur bedeutet meinem Freund und mir eben sehr viel. Wir gehen gern, wenn ich zu Hause bin, in die Berge, Bergtouren. Wir gehen Radfahren zusammen, kümmern uns eben gern um den Garten hier, um die Hühner, die wir zusammen haben. Ich finde, es ist schon wichtig, auch auf die Nachhaltigkeit zu achten, auf unsere Natur auch zu achten. Die schenkt uns so viel und ich freue mich immer drauf, eben wenn man das selber eben pflanzen kann und sieht, wie das wächst, wenn man da auch seine Energie reinsteckt. Die Berge sind einfach an sich faszinierend. Natürlich ist es immer anstrengend, da hochzulaufen und ich muss mich da ehrlich gesagt auch manchmal hochquälen, aber ich glaube, manchmal gehört das auch zum Leben dazu, dass man eben Dinge durchschreiten muss, die man vielleicht nicht so gern macht, aber wenn man dann eben den Ausblick hat und sieht, was man erreicht hat, wenn man von da oben ins Tal schaut, wenn man das geschafft hat, das ist einfach der Wert, da dann oben zu stehen.